Bei meiner Vorstellung vorhin wurde gesagt, das Hambi bleibt wohl das bekannteste Lied sei von mir. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe ein anderes Lied geschrieben, von dem viele nicht wissen, dass es von mir ist. Das ist in der Anti-Atom-Bewegung recht bekannt geworden. Ich habe das 1976 geschrieben auf der Grundlage eines Katastropheneinsatzplanes vom Kernforschungszentrum Karlsruhe-Leopoldshafen, der auf sonderbare Weise seinen Weg aus dem Kernforschungszentrum hinaus zu den Widerständlern genommen hatte, in einem Buch abgedruckt war und ich habe den gereimt und vertont. Und auf diese Art und Weise ist dieses Lied entstanden. Schließen Sie die Türen und die Fenster dicht. Vergessen Sie die anderen Öffnungen nicht. Stellen Sie die Böe und Entlüftung ab. Gehen Sie nicht mehr auf die Straße hinab. Dann vermeiden Sie den Kontakt mit dem Tod, der durch radioaktive Verseuchung droht. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind schon im Gange. Bleiben Sie ruhig, es dauert nicht lang. 1976 geschrieben, das passt auch hier in RWE City. Auch RWE hat ja genügend Beteiligungen an Atomkraftwerken oder an der Lieferung von Atombrennstäben zu maroden Kernkraftwerken. In Störfällen ist dieser Katastropheneinsatzplan eine mitsingbare Überlebenshilfe. Waren Sie für eine Zeit außer Haus, ziehen Sie sofort Schuhe und Kleidung aus. Legen Sie diese auf den Balkon oder vor die Tür, doch das müssen Sie schon. Ziehen Sie Hauskleidung an und waschen Sie sich. Alle unbedeckten Körperflächen fragen Sie nicht. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind schon im Gange. Bleiben Sie ruhig, es dauert nicht lang. Meiden Sie bei frischem Obst den Genuss. Kein Gemüse, keine Milch und keinen Wasserguss. Stellen Sie am besten alle Mahlzeiten ein. Sollte keine Büchsenkost im Hause sein. Nur was gut verpackt und kein Freidicht ist genießbar für Sie, alles andere nicht. Doch es besteht kein Grund zur Aufregung. Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind schon im Gange. Bleiben Sie ruhig, es dauert nicht lange. Schließen Sie sich mit Ihren Haustieren ein. In Wohnung oder Stall, dann sind Sie nicht allein. Nutzen Sie die Gunst der Zeit und Ihren Strom. Sehen Sie fern und warten Sie auf neue Information. Oder schalten Sie das Radio ein. Doch bei allem sollten Sie ganz besonnen sein. Denn es besteht kein Grund zur Aufregung. Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind schon im Gange. Bleiben Sie ruhig, es dauert nicht lang. Die
Ratschläge sind für die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden in der Umgebung. So steht es im Katastropheneinsatzplan. Aufgepasst, das geht uns alle an. Der Plan war streng geheim, kam nur durch Zufall raus. Sieht so die Planung für die Zukunft aus. Es besteht schon Grund zur Aufregung. Die Gefahren warten auf Beseitigung. Sie drohen uns allen. Wer weiß schon wie lange. Die Katastrophe ist doch längst schon im Gange.